Wir spielen bestimmt schon 35 Stunden zusammen, Leute. 32 plus nochmal die Zeit, die ich auf Dunkel gespielt habe. Das ist ganz schön lang. Bastila. Revan, ich wusste, dass ihr kommt. Ich bin Lenio, Bastila. Revan existiert nicht mehr. Ich werde euch niemals aufgeben, Bastila. Ich weiß, dass ihr immer noch gerettet werden könnt. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich habe erkannt, wie die Jedi wirklich sind. Schwach und verängstigt. Die Sith sind die wahren Herren der Macht. Diese Lektion habt ihr vergessen, Revan. Jetzt müsst ihr dafür bezahlen. Hier auf der Sternenschmiede ist die Macht der dunklen Seite besonders stark. Dieses Mal werdet ihr mich nicht besiegen. Als ob sie das so einfach mit Jolie machen könnte. Mm. Du mit deinem billigen Doppellichtschwert, was willst du eigentlich? Okay. Macht Immunität. So. Bremsen wir auf dich ein. Hier, nimm das. Was? Wie viel Schaden macht die? Regeneration. Stimulanz. Wow. Das ist der Hammer. Ach schön, funktioniert wieder. Jetzt weiß ich, warum Malak euch gefolgt ist. Auch wenn ihr nur noch ein Abklatsch eures früheren Selbst seid, ihr seid immer noch ein hervorragender Gegner. Es ist unvorstellbar, über welche Macht ihr als dunkler Lord verfügt haben müsst. Was für ein Narr, der all dies hergibt, um der hellen Seite zu dienen. Ihr seid auf der dunklen Seite verschlungen worden, Bastila. Könnt ihr nicht sehen, dass euch das zerstört? Die dunkle Seite verleiht mir mehr Stärke denn je. Meine Beherrschung der Macht ist größer als die der meisten anderen Jedi-Meister. Und wenn Malak mich erst in die größten Geheimnisse der Sith eingeweiht hat, kann ich noch mehr von meinem Potenzial abrufen. Dann sind mir kaum noch Grenzen gesetzt. Mit der dunklen Seite werdet ihr nur Tod und Zerstörung erreichen und sonst nichts. Jedi-Propaganda. Die dunkle Seite ist nur ein Werkzeug. Und Malak wird mir den Umgang damit beibringen. Vielleicht kann ich meinen Meister überflügeln und herausfordern. Wenn ich es wert bin, stirbt er durch meine Hand. Dann werde ich selbst einen Schüler haben und der Kreislauf beginnt von vorn. Das ist der Weg der Sith. So stellen wir sicher, dass wir immer die stärksten und wertvollsten Führer haben. Ihr verdammt euch selbst zu einem ewigen Kreislauf aus Tod und Verrat. Nein, Revan. Ihr seid dem Untergang geweiht. Was? Immer schön töten. Nicht aufhören. Ihr werdet müde. Ich kann es spüren. Eure Stärke nimmt ab. Die helle Seite lässt euch im Stich, während die Energie der Sternenschmiede meine Kräfte auffrischt. Es ist bald vorbei. Meine Stärke verlässt mich nicht, Bastila. Die dunkle Seite führt euch in die Irre. Die dunkle Seite wird immer über das Licht triumphieren. Malak bürgt für meinen Sieg. Ihr könnt mich hier auf der Sternenschmiede nicht besiegen. Es geht nicht. Auf ein neues. Schnell erledigen. Komm schon. Komm schon. Nein, das ist nicht möglich. Ihr habt die dunkle Seite zurückgewiesen. Ihr seid ein schwacher und jämmerlicher Diener des Lichts. Und
Doch kämpft ihr immer noch. Warum kann ich euch nicht besiegen? Jetzt könnt ihr erkennen, dass die dunkle Seite nicht so stark ist wie die helle Seite. Ja, ich glaube, es ist wahr. Ich bin euch nicht gewachsen. Bitte, wenn ihr das, was wir einst teilten, noch nicht vergessen habt, lasst mich nicht leiden. Macht es schnell. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr werdet gar nichts spüren. Ich könnte euch niemals vernichten, Bastila. Was bleibt euch denn anderes übrig? Ich bin der dunklen Seite verfallen. Ich bin die Schülerin des dunklen Lords. Ihr könnt mich nicht verschonen. Ihr könnt euch von der dunklen Seite lösen, Bastila. Kehrt zur hellen Seite zurück. Nein, ich bin nicht stark genug. Ich habe mittlerweile zu viel Wut in mir. Zu viel Hass und Angst. Ich finde keinen Frieden mehr in der Macht. Denkt an den Jedi-Kodex, Bastila. Er kann euch helfen. Ich bezweifle, dass bloße Worte mir jetzt helfen können. Aber um euch zu besänftigen, will ich sie zitieren. Es gibt keine Gefühle. Frieden gibt es. Es gibt keine Unwissenheit. Wissen gibt es. Es gibt keine Leidenschaft. Gelassenheit gibt es. Es gibt kein Chaos. Harmonie gibt es. Merkwürdig, aber selbst jetzt finde ich Trost in diesen Worten. Alte Gewohnheiten lassen sich nicht so leicht ablegen. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Ich danke euch, Revan. Ich bin bereit für mein Schicksal. Ich liebe euch, Bastila. Ich kann euch niemals aufgeben. Ihr liebt mich? Es gab mal eine Zeit, da sehnte ich mich nach diesen Worten und fürchtete sie zugleich. Ich liebte euch ebenfalls, aber eurem früheren Selbst hätte ich nie entgegentreten können. Malak wusste, wie ich fühlte. In mir wäre auch der letzte Funke Licht erloschen, hätte ich euch besiegt. Aber wozu ist die Liebe gut? Sie kann nicht verhindern, dass ich im Meer der Finsternis ertrinke. Ich habe alles verraten, woran ich glaubte. Wie kann ich das je wieder gut machen? Helft uns, die Sith zu besiegen, Bastila. Dadurch tut ihr Buße für alles, was ihr getan habt. Ja, ich könnte mich an eurem Kampf gegen den dunklen Lord beteiligen. Das allein würde nicht gut machen, was ich getan habe. Aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie könntet ihr mir trauen? Woher wollt ihr wissen, dass ich es mir nicht anders überlege, wenn ihr Darth Malak gegenübersteht? Wie könnt ihr sicher sein, dass euch die dunkle Seite kein zweites Mal verrät? Ich vertraue euch genug, um mich nicht gegen einen Angriff von euch zu verteidigen. Ihr spielt ein gefährliches Spiel. Wollt ihr dieses Risiko wirklich eingehen? Mit einem einzigen Schlag meines Laserschwerts könnte ich euer Leben beenden und mir Malaks Gunst sichern. Ich weiß, dass ihr der hellen Seite liebt, das werdet ihr nicht tun, Bastila, weil ich euch liebe und an euch glaube. Ihr seid mutig. Manch einer sagt, ihr seid verrückt. Aber ihr habt recht. Die dunkle Seite hat mich noch nicht vollends geblendet. Ich könnte mein Schwert nicht gegen euch erheben. Ihr werdet nicht eher ruhen, bevor Malak besiegt ist, das ist sicher. Ihr wollt vom dunklen Lord der Sith zum Retter der Galaxis werden. Ihr habt gesagt, dass ihr mich liebt. Vielleicht ist es nicht gerade der beste Zeitpunkt, aber ich liebe euch auch. Von ganzem Herzen. Ihr habt keine Angst mehr zu lieben? Nach all dem? Nein. Nichts kann mir mehr Sicherheit geben, als von euch geliebt zu werden. Ihr müsst gehen. Malak wartet. Es ist noch nicht vorbei. Für keinen von uns. Ich sollte besser hierbleiben. Wenn wir Malak gegenübertreten, könnte seine dunkle Präsenz mich überwältigen. Es wäre unklug, mich dieser Versuchung auszusetzen. Bastila, ich möchte euch an meiner Seite haben, wenn ich dem dunklen Lord gegenübertrete. Es tut mir leid. Aber das Risiko ist einfach zu groß. Ich bin nicht völlig frei vom Schatten der dunklen Seite. Noch nicht. Doch für den dunklen Lord seid ihr mehr als ein ebenbürtiger Gegner. Das weiß ich jetzt. Ich bleibe hier und unterstütze die republikanische Flotte mit meiner Kampfmeditation. Nur mit meiner